Du willst in Immobilien investieren und stehst gerade am Anfang. Wer kennt das nicht? Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich persönlich jetzt nochmal vorgehen, wenn ich nochmal 18 Jahre alt wäre und schon die Entscheidung und ja die Wahrnehmung gehabt hätte, Immobilien kaufen ist nice. Wie würde ich das nochmal machen? Wer kennt das nicht, dass man aus Neugier mal so drüber nachdenkt, ja, wie hätte ich das denn gemacht mit dem jetzigen Wissen, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, wie hätte ich das dann im zweiten Anlauf alles gemacht? Als erstes ist das Wichtigste überhaupt, natürlich, also ich nehme jetzt mal an in dem Video, ich hätte schon gecheckt mit 18, Immobilien kaufen ist nice. Diese Kenntnis muss man natürlich haben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich hätte die gehabt mit 18 und wie würde ich es dann machen? Also wie war das bei mir überhaupt? Es gab halt vier verschiedene Bereiche in meinem Leben. Also zum Beispiel, ich habe Abi gemacht, dann habe ich Maschinenbau studiert, habe Immobilienbestand angefangen aufzubauen, habe ein Startup gegründet mit meinen drei besten Freunden, was wir auch erfolgreich verkaufen konnten im Lebensmittelbereich. Und wir haben gleiches Team immer übrigens in den Company-Sachen Fix and Flip gemacht. Und das war alles so ein bisschen überschneidend. Das erste Abi und danach entscheidet man sich, was will ich studieren. Ich habe mich für Maschinenbau entschieden, weil ich einfach dachte, ich kann am Wochenende hier die Versuchsfahrzeuge zerheizen und auf der Autobahn und mitnehmen und dann mal den und mal den und immer rumfahren. Und das war so meine Illusion, was sich aber nicht bewahrheitet hat. Deswegen war ich nicht so hundertprozentig erfüllt in meinem Job und dachte mir, ich muss mehr erreichen, um mir selber irgendwie so Freiheiten zu erarbeiten. Deswegen habe ich dann relativ jung gekündigt mit 24, 23 und dann ging es los mit den Sachen, die sich ein bisschen überschnitten haben. Immobilienbestand war das eine, das Startup war das andere, die waren so relativ zeitgleich. Das Startup war eine Lebensmittelcompany, wir haben so gesunde Lebensmittel verkauft, eiweißhaltig für Sportler, weil wir alle sehr sportaffin sind und da haben wir viel Lebensmittel verkauft, online, ein paar Einzelhändler haben wir auch gehabt. Und dann haben wir 2017 die Firma verkauft. Das war ein sehr großes Learning, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, was wir da mitgenommen haben. War ein guter Case, aber jetzt auch kein Once-in-a-Lifetime-Deal, wo wir danach in Rente gehen konnten. Leider nicht. Und dann ging es weiter mit den Immobilienvermietungen und Immobilienhandel. Also Fix and Flip ist ja Immobilienhandel. Wir haben mit der Vermietung so angefangen, wir haben Wohnungen gesucht, die günstig waren. Damals, als wir angefangen haben, war eigentlich jeder Deal aus heutiger Brille ein guter Deal. Es gab sehr gute und gute Deals. Egal, was man gekauft hat, man hatte immer einen positiven Cashflow. Das heißt, die Mieteinnahmen waren höher wie die monatlichen Kosten bei jedem Deal fast. Außer manchen war es halt mehr, bei anderen war es weniger. Und dementsprechend war es eigentlich relativ smart, damals was zu kaufen. Hätte man ein bisschen mehr machen müssen noch, aber immerhin besser ein bisschen was wie gar nichts. Irgendwann waren die Kaufpreise so hoch, weil durch die Niedrigzinsphase haben sich die Kaufpreise schneller hochentwickelt als die Mieten, dass es sich nicht mehr so gerechnet hat, so Immobilien in den Bestand zu kaufen. So dass wir auf den Trichter kamen, wir kaufen die, renovieren die Wohnungen und verkaufen die wieder. Dann kann man so quasi seine Marge machen und nicht durch die monatlichen Mieteinnahmen. Und das war dann der nächste Step. Ist nicht ganz so easy, gibt es auch viele Stolpersteine, wo man ein bisschen aufpassen muss. Durch die ganzen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, Bestand, Immobilienhandel, digital im Lebensmittelbereich, hat sich 7 Plus Club entwickelt. Off-Market-Immobilientransaktionsplattform für institutionelle Investoren. 7 Plus Club ist unser Kernbusiness aktuell. Da matchen wir Käufer und Verkäufer institutioneller Immobilien. Das durchschnittliche Dealvolumen liegt dort bei 8 Millionen Euro, also eine ziemlich große Liga, in die man nicht so einfach einsteigen kann, was als Investor angeht. Und dementsprechend nochmal kurz zurückgeschraubt auf meinen, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, wie würde ich das angehen? Das Wichtigste ist, also wir gehen jetzt davon aus, dass es ein Case ist, Immobilien zu kaufen, dass man das erkannt hat. Weil wenn ich jetzt zurück überlege, als ich 18 war, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man das weiß, dass es smart ist und schlau und langfristig und die Zeit für dich spielt, ist es halt voll gut, so früh wie möglich damit anzufangen. Klar, das Coole halt bei Immobilien ist halt das, also wenn du eine Immobilie kaufst, renovierst, vermietest oder verkaufst und du bist mal 4 Wochen im Urlaub zwischendrin, dann juckt es halt keiner. Bei einem operativen Unternehmen musst du immer präsent sein, du musst immer da sein, jeden Tag kann irgendwas sein und man muss immer auf der Matte stehen. Als Angestellter hat man seinen Urlaub, als Immobilieninvestor kann man sich legen, wie man will, wenn man gut kalkuliert hat. Als Unternehmer hast du eigentlich keinen Urlaub, also da klingt Shepherds Handy dauernd. Wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, würde ich tatsächlich von den verschiedenen Bereichen, die es da gibt, Vermittlung, Bestand, Vermietung, Handel,
Fix'n Flip und so weiter. Ich würde ganz klar auf Bestandsaufbau mich fokussieren. Ich würde Immobilien nur kaufen, wenn die sich langfristig im Bestand rechnen. Ich würde anfangen mit kleinen Einheiten. Ich würde anfangen mit regionalen Einheiten, da wo ich wohne, wo ich halt ein Netzwerk habe, wo ich Family habe, da würde ich anfangen. Und gucken, dass ich Wohnungen finde, die so günstig sind wie möglich, die ein bisschen renovierungsbedürftig sind, aber nicht komplett am Arsch. Also wirklich solide Wohnungen in soliden Häusern. Das heißt, wenn man in die Haustür reinkommt, muss es gut sein. Denkt sich nichts dabei, nichts ist gut, nicht schlecht, alles ist okay, dann ist es ein gutes Haus. Wenn man reinkommt und es stinkt und es ist versifft, ist es ein schlechtes Haus. Das ist so eine gute Tendenz, wo man daneben kann. Also, wenn man reinkommt in den Hausflur und man einen guten Eindruck, dann kann man schon mal nicht so viel falsch machen. Und wenn dann der Kaufpreis halbwegs auch noch okay ist, das heißt, Miete und monatliche Kosten durch die Finanzierung und Hausgelder und so tragen sich halbwegs, dann ist es ein Case. Warum würde ich den Fokus auf Bestandsaufbau machen? Weil wenn man eine Immobilie kauft, die sich zum Kaufzeitpunkt langfristig rechnet, da kann eigentlich nicht so viel passieren. Wenn man die Unterlagen richtig geprüft hat und so weiter, da kann nicht so viel passieren. Wenn man eine Immobilie kauft, um sie weiter zu verkaufen, ist es mit erheblich größeren Risiken verbunden. Und wenn man jung ist, spielt auch die Zeit für einen. Und in 10, 15, 20 Jahren, bist du auch erst 38, ja, wenn du mit 18 anfängst, hast du ein paar abgezahlte Immobilien, dann kommt halt ein nettes Ingenieursgehalt bei rum wahrscheinlich oder 2, 3, 4, 5 Ingenieursgehälter, je nachdem, wie viel man halt gekauft hat. Die erste Frage, die man sich jetzt wahrscheinlich stellt, ja, hört sich alles so leicht an. Natürlich ist es nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Es gibt zwei wesentliche Hürden in dem Bereich, die man überwinden muss. Erste Hürde, wie findet man einen guten Deal? Das ist das Ding, wie finde ich einen guten Deal? Makler anrufen, Online-Suchaufträge einstellen und krumm suchen einfach und vergleichen. Dann macht man sich eine Liste und weiß, welcher war der beste von denen, wo ich geschaut habe. Kriegt ein Gefühl dafür. Da glaubt es keiner dran, dass es heute noch gute Immobiliendeals gibt. Aber ich habe den einen Kumpel, der hat sich 4000 Flyer drucken lassen, hat draufgeschrieben, ich suche eine Wohnung und paar Infos noch, was er sucht, Nummer, Name und so weiter, hat die verteilen lassen, mit Leuten geredet und so weiter. Und du glaubst es nicht, es kam jetzt ein Deal rein durch diesen Kanal, weil er hat einfach so verbissen dran geglaubt, diesen Deal zu machen und er hat dann gemacht, ja. Also einfach wirklich Mindset und durchziehen. Das ist das eine. Wenn du einen Deal hast, der viel günstiger ist als alle anderen Deals am Markt, dann ist auch die zweite Hürde kein Problem. Und zwar ist die zweite Hürde, woher kriege ich die Kohle? Der Trick ist einfach der, du kriegst die von der Bank. Wenn der Beleihungswert, heißt es, also der Wert der Immobilie, den die Bank als Sicherheit sieht, höher ist wie der Kaufpreis, bekommst du die Kohle. Wenn du irgendwie halbwegs gute Zahlen hast, wenn du es nicht verschuldet bist, keine Privatkredite hast, keinen Schufa-Eintrag hast, ein bisschen Cashflow jeden Monat, Einkünfte durch einen Job oder so und die Wohnung jetzt nicht irgendwie 600.000 Euro kostet, sondern eher so 50, was es übrigens auch in Großstädten gibt, immer mal wieder in Berlin und München und Frankfurt gibt es sowas auch, musst halt mit der S-Bahn an die Endstation fahren und dort halt vielleicht mal anfangen zu suchen, bevor man direkt in der besten Lage anfängt, aber auch dort gibt es solche Deals, man muss halt einfach dran glauben. Dann findet man das, Vergleichbarkeit schaffen, den Besten aussuchen, Finanzierung bekommt man auch relativ schnell raus. Wo klemmt es, ja? Also vielleicht klappt es ja beim ersten Mal. Wenn nicht einfach die Hände über den Kopf zusammenschlagen und gehen, sondern fragen den Banker. Lieber Banker, der Deal, ich finde den voll gut. Ich habe positiven Cashflow, ich renoviere selber den Boden, die Wände und so weiter. Was brauchen Sie von mir, damit ich die Kohle bekomme von ihnen? Dann wird er schon sagen, was er braucht. Ja? Wenn das ein gutes menschliches Verhältnis ist, sagt er dir, was er genau braucht, damit er dir die Finanzierung machen kann. Und dann weißt du schon, bevor die Immobilie gekauft werden kann, welche Steps musst du tun, um dann halt einsteigen zu können. Und das ist das, was ich machen würde. Wenn ich nochmal 18 wäre, würde ich mir eine Wohnung kaufen, ein bisschen renovieren, noch reinstecken, damit ich halt Manpower einbringe und dann halt die nächste, die nächste, die nächste, die nächste. Und ich würde einfach immer weiter Bestand aufbauen, bis dann irgendwann Häuser in Sicht kommen am Ende vom Tunnel, wenn
Häuser, Licht am Ende vom Tunnel kommen, dann kann man häuserweise kaufen irgendwann, kann dann auch, wenn man die Objekte 3 bis 5 Jahre im Bestand hatte, richtig geil sanieren, weil das kommt auch steuerlich einem zugute, wenn man ein bisschen später saniert, aber bitte hier vom Steuerberater beraten lassen. Und dann hat man halt auch was zum Schaffen an seinem Bestand. Also man muss ihn nicht immer kaufen, sanieren und verkaufen, man kann auch kaufen, ein bisschen strukturieren und warten und dann sanieren irgendwann später, dass man halt mehr Wert schafft im Portfolio. Und das ist das, worauf ich glaube hinarbeiten würde, wenn ich Nummer 18 wäre, einfach ganz stupide, jetzt nicht irgendwie Rocket Science betreiben, sondern einfach ganz stupide einen fetten Immobilienbestand aufbauen und dann hocharbeiten von schlechteren Lagen in die besseren Lagen rein und dann aus der Substanz wachsen. Wichtig zu wissen ist noch, also falls der Banker dann sagt so, nein, du bekommst die Kohle nicht, hast du eigentlich 2 Wege und Möglichkeiten, wie du da relativ schnell dann zu einer Finanzierung kommst. Also ich persönlich würde, glaube ich, nach dem Abi nicht mehr studieren, einfach aus Zeitverlustgründen, voll fokussiert Immos ballern und nicht mehr studieren. Also für mich ist es der richtige Weg, nicht für jeden ist es der richtige Weg wahrscheinlich. Aber was würde ich machen für die erste Immobilie? Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, du hast einen guten Deal, du weißt, der rechnet sich. Und hast eine fette Vergleichbarkeit, damit du weißt, dass der wirklich gut ist. Weil bei dem einen Weg ist der, du suchst dir einen Job, versuchst vom Gehalt ein bisschen hochzukommen, Eigenkapital aufzubauen, Gehaltsnachweise zu haben, um die Finanzierung selber zu bekommen. Ja, okay, dein Risiko. Zweiter Weg ist, du findest einen Kollegen, Investor, sonst irgendjemand, der diese Bonität hat, um mit dir zusammen den Deal zu kaufen. Oder er kauft ihn alleine, beteiligt dich am Gewinn, irgendwie so. Aber da hast du halt nicht viele Schüsse. Das heißt, der Deal ist nicht gut genug. Du gehst zu einem Typ, der ist Investor und gut unterwegs. Und der denkt sich, oh, so ein Schrott, was will der mit dem Deal bei mir? Dann brauchst du nicht nochmal ankommen, weißt du? Deswegen musst du ganz genau dir sicher sein, dass du ein gutes Ass im Ärmel hast. Weil wenn es doch keins war und ein Bluff aus dem seine Augen, dann hat er keinen Bock mehr mit dir zu reden. Aber wenn du direkt mit einem geilen Deal ankommst, dann hast du einen Partner. Kannst dann relativ schnell auch von dem seinen Erfahrungen und seinen Kapital und Ressourcen und ja, von seiner Substanz zehren, weil es ist eine Win-Win-Situation geschaffen. Solche Leute denken wie Unternehmer und es gibt natürlich auch ein paar Haie, die dich abziehen wollen. Musst aufpassen, wenn du die nicht gut kennst. Und das sind die 2 Wege, die man halt einschlagen kann, wenn man halt vor dem Berg steht und nicht weiß, wie man die Finanzierung bekommt. Früher habe ich auch geglaubt, das geht gar nicht ganz ohne Kapital. Also bei den großen Deals, das ist so, da geht nichts ohne Kohle. Aber bei so kleineren Wohnungen, das ist auch für die Bank immer ein überschaubares Risiko. Vor allem, wenn du auch dein Humankapital mit reingibst, deine Manpower. Du kannst ein bisschen selber was machen. Und da gibt es auch so ein paar Tricks, wie man verhandeln kann, auch mit den Verkäufern, mal den Kaufpreis aufsplitten in 2 Zahlungen, dass die Bank dann den Rest erst zahlt, wenn es renoviert ist, dann zeigst du es denen, wenn du fertig bist, dann zahlen sie den Rest an den Verkäufer. Und lauter so Sachen gibt es auch, wo man flexibel verhandeln kann. Dann hoffe ich, dass ich dir damit ein bisschen weiterhelfen konnte bei der Entscheidungsfindung für den Lebensweg. Ganz wichtig zu verstehen, Immobilien ist einfach ein People's Business. Und man muss hartnäckig und beharrlich sein, einfach immer dranbleiben. Dann irgendwann geht es halt mal vorwärts. Es dauert halt ewig lang, bis mal wahrscheinlich der erste Deal kommt, gefühlt ewig lang. Vielleicht geht es auch schnell. Und man weiß nicht, wann es soweit ist. Man muss einfach dranbleiben. Für mich geht es jetzt weiter hier am deutschen Immobilienmarkt, fokussiert mit der Plattform 7 Plus Club. Wir wollen wachsen in allen Richtungen. Wir wollen mehr Investoren, wir wollen mehr Deals, wir wollen mehr Makler, die ihre Objekte über 7 Plus Club anbieten können. Und wir wollen noch mehr Traktion auf den Markt bringen. Immobilientechnisch geht es für mich so weiter. Wir haben ja diese Bestände noch von damals, die wir früh gekauft haben. Hätten wir mehr kaufen müssen, aber ich kann nicht zurückzaubern. Die laufen jetzt einfach schön durch, zahlen sich von selber ab. Ab und zu kaufen wir mal noch eine größere Immobilie, wenn es sich anbietet, in den Bestand rein, um halt langfristig aus den Learnings, die ich jetzt im Video berichtet habe, zu zehren, halt, um noch mehr Bestände aufzubauen. Sagt mir mal Bescheid, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt im Leben, im Unternehmertum, wie ihr euren Weg einschlagen würdet, wenn ihr nochmal von 18 an starten könntet. Ansonsten an dieser Stelle dir ganz viel Erfolg.